Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tourverse Map zusammen mit Markus, zusammen mit Nico und zusammen mit Marci. Servus Leute. Ja, und ich muss sagen, es macht gerade richtig Bock, weil es geht voran. Ja. Sind die Akkuliner schon voll? Dann fahre ich die direkt weg. Nein, nein, die Akkuliner habe ich nicht angefüllt, weil die sind so dumm. Ich habe jetzt den anderen eher angefüllt. Okay. Aber du kannst gleich einmal herkommen mit der Akkuleiner zu mir. Ja, und einmal abtanken, oder? Dann tankst du mich einmal ab, geschwind. Dann fahre ich die Akkuleiner auch direkt schon mal weg. Weil das Restliche sollte ich fast in den großen Raum bekommen. Also der Raps ist ja nicht so krass. Warte, ich mache gleich die eine Schütter, was ich da angefangen habe, fertig. Ich stelle mich gleich dort hin. Ach da, okay. Fahre ich die Akkuleiner direkt weg und komme dann mit dem großen John Deere. Wird auch knapp, also ich muss mich da jetzt beeilen, denke ich. Na, geht sich schon aus. Sind jetzt noch 12 Minuten. Ja. So, ich fange gleich ins Dreschen an wieder. Weil dann kann ich dich gleich ziemlich voll machen und die Akkuleiner da. Marci, kannst du mal in dem Tempomaten gerade einmal Bild hoch oder runter drücken, dass er ein bisschen langsamer oder schneller fährt? Weil bei mir liegst du gerade genau zwischen 2%, zwischen den 18-19%, das wäre ein bisschen doof. Okay, warte. Voll vorne. Nächster Anhänger. Beschleuniger, oder soll ich ihn hoch oder runter stellen? Ist mir egal. Am besten stellst du ein bisschen runter, dass wir langsamer sind. Nein, nein, nein! Okay, so okay? Weil ich kann ja nicht zurückfahren, sonst kannst du. Warte, ich muss mal rankommen. Bleib mal gleich stehen. So. Boah, ich freue mich schon richtig auf das Silo schieben, wenn der Haufen hoch ist. So, bin fertig. Geht schon. Hast du jetzt 1% gemacht? Ja. Okay, ich gucke mal kurz. Nee, noch ein bisschen, ne? Nee, lass. Nichts zu machen. Okay. Leck gerade bei mir, deswegen kann ich gerade nicht gucken. Ja, bei mir auch. Okay. Warte. Ich glaube, es lag am Arbeitslicht eben. Ja, nicht unbedingt. Ja, wenn ihr den John Deere habt, dann Licht aus. Nee, wir haben Fendt und Jaguar. Beziehungsweise die erste Stufe. Neue Fahrzeuge kosten 503.730. Ja. Ausgaben. Aber es hat ja eben auch nicht geleckt gehabt, also eigentlich. Ja, alles gut. Nein, der Guten leckt gerade ein bisschen. Ich krieg gerade 700, 800 Millisekunden Zeit. Echt? Ja, jetzt fällt's gerade wieder ein. Jetzt geht's wieder. Ab und zu geht's extrem rauf, ja. Okay. Auch bei deiner Begrüßung warst du bei uns eher abgekackt. Aber bei dir macht das ja nichts, weil du hier. Ja, bei mir habt ihr ein, zwei Aufsetzer in den letzten zwei Stunden. Ist voll massig, ne? Ja, denk mal schon, dass es voll ist. Ja, ach mal 2% hoch, vielleicht wäre das ein bisschen besser, weil 1% runter hilft nicht viel. Okay. Boah, ich freue mich gerade richtig, dass es hier wieder auch mal wieder ein bisschen so wirklich nochmal spürbar so einen richtigen Schritt nach vorne geht. Ja, ist ja eine Wahnsinnsmaschine jetzt wieder. Ja. Jetzt kann man echt, also ich würde sagen, das nächste Ziel ist jetzt nochmal ein Schlepper und dann vielleicht nochmal Land. Ja, Land, Mähdrescher, auf jeden Fall. Ja, aber Mähdrescher muss ich sagen, finde ich noch relativ wenig von der Priorität her. Klar, wäre schön, wenn wir viel schneller da arbeiten können, aber 13,7 ja, Meter sind schon. Was? Du kannst ihn zu zweit machen. Ja. Der doch dann zwei Gruber, zwei Seemaschinen oder sowas besorgen. Ja, auf Dauer. Aber erstmal braucht man Schlepper dafür. Weil es einfach viel mehr, erstens, du hast das, bist schneller mit dem Feld fertig und du magst viel mehr, hast viel mehr Spaß dabei, finde ich, wenn du zusammen auf dem Feld bist. Ja. Ja, das sowieso. Aber dann sollte man nicht zwei Riesenmaschinen kaufen, weil dann ist das irgendwie so schwupp fertig. Naja, es sind da nicht so kleine Felder. Halt, ich bin da jetzt auch, weiß nicht, 30 Minuten alleine da am Dreschen gewesen, halt, da fahrst nachher zu zweit auch eine Viertelstunde. Ja. Ein Part dann. Ist eigentlich auch krass, aber dann brauchen wir halt auch mehr Land, weil sonst ist die Ernte immer in ein paar Minuten erledigt. Ja, sicher. Ich bringe euch jetzt den kleinen 6R schon mal zum Feld, wo, oder am besten bringe ich den einfach zur Biogasanlage gleich. Nee, bring ihn schon mal zum Feld, ich bin jetzt direkt an der Biogasanlage. Beziehungsweise ich muss jetzt eben erst den Johnny nehmen, sonst schaffe ich das nicht mehr in der Zeit. Also. Das sind nur mehr 8 Minuten. Ja, muss mich beeilen, ich bin noch nicht unterwegs zu dir. Es wird knapp. Ja. Wo bist denn du? Bei der Biogasanlage? Bei der Biogas, ja. Boah. Könnten auch echt knapp wirklich Gas geben. Ja, ich drück durch.
Ma. Ich habe so sehr durchgedruckt, dass ich gleich an der Schranke hängen geblieben bin. Das ist ganz schlecht. Ja, aber wir schaffen das. Mach mal rein. Ich hoffe, dass ich in den Anhänger noch alles reinbekomme, was ich jetzt habe. Ja, ansonsten kommt das in Silo. Ja. Das schaffen wir nicht. Nein, es ist auf jeden Fall, geht es nicht aus. Ich habe nur mit 2000 drin und jetzt im Bunker. Hast du schon das ganze Feld weggedrescht? Ich bin fertig, ja. Ja. Okay. Boah, wie schnell wir. Boah, das ist doch krank. Dann können wir gleich mit 4 Leuten häckseln. Erstmal. Ja. Und danach erst dann die Gerste ernten. Also bei uns geht's wirklich gut voran. Ja, es läuft wirklich wunderbar. Außer wahrscheinlich eure eure Ping. Nein, es passt jetzt wieder. Alles super. Ja. War es denn früher mal besser, Markus? Also so vor einem halben Jahr oder so? Kann ich nicht sagen. Weil es war immer wieder mal schlecht, dann schlecht lag dann wieder einen guten Tag. Okay. Ich habe ja extra noch vorher Rechner neu gestartet und so. So schlimm wie letztes Mal bei der letzten Aufnahmesession, letzte Woche war das glaube ich, war es nicht, weil ist es heute nicht. Ja. Ich kenne das ja selber, wenn ich beim Kadett manchmal mitspiele. Da habe ich meistens so einen 150er Ping und dann habe ich teilweise so im vierstelligen Bereich mal so Schwankungen. Und 150er so permanent ist schon hart. Ja, das ist echt hart. Na, aber sonst jetzt heute bin ich den ganzen Tag so unter 50 gewesen. Okay. Außer naja. Kurz 2, 3, 4 Mal. Ja, solange es spielbar ist, ich will euch ja nicht quälen, also wenn das hier schrecklich ist, dann Ich habe meine 50 FPS und die laufen. Perfekt. Also bei mir funktioniert auch alles. Ja, ich glaube auch gerade bei 4 Leuten kommt meine Leitung wahrscheinlich auch schon so langsam ans Limit. Glaube ich fast nicht. Das ist nicht mehr so schlimm, wie es einmal war. Durch die Server-Version, was sozusagen durch das Netzwerk-Update, was sie da gemacht haben mit 2.0, da einiges an Performance braucht. Ja. Dass du mit schlechten Leitungen auch hosten kannst. So. Ich fahr gleich zum nächsten Feld mit dem Rest und stell ihn dort einmal ab, oder? Jo. Oder und ich fahr eben noch das letzte bisschen Hof? Abs ab. Nö, kannst ruhig schon zu Feld 15 oder 10 fahren. Oder nee, fahr zum Hof. Fahr zum Hof, dass er nicht herumsteht so. Ja genau, schön in der Rundballenhalle da. Und wie viele Anhänger habt ihr jetzt schon zur BGA gebracht? Ja, das ist jetzt sind es insgesamt 2. Okay. Ja. Wir sind hier gerade am dritten dran. Dann kann Markus gleich vielleicht den 6R nehmen mit den Agroliner. Mhm. Marci, so passt es. Jetzt habe ich 18% im ES-Limiter, jetzt geht's. Jo. Ups, das war zu doll. Was vielleicht auch noch eine Idee wäre für die Map, dass man wirklich an der BGA echte Laternen hätte. Echte Beleuchtung. Ich hätte was Besseres. Was zuschaltbar. Die Platzierbare, die kannst du selber zuschalten. Problem ist, dass die nachher wahnsinnig an Performance fressen. Okay. Nee, es sollte schon sehr performance-schonende sein. Halt. Ja, aber mit so einer Ausleuchtung. Ich habe auf Autos hat sogar eine gesehen, die war auf dem Anhänger drauf. Konntest du denn damit umherkutschieren? Die war einfach. DSL, von DSL, den Wagen. Der war aber so performancefressend. Der hat auf meinem alten Rechner so extrem zu. Ich weiß nicht, wie es bei dem jetzt ist. Aber wenn du dir eingeschaltet hast, hast du dich fast nicht mehr bewegen können. Damals. Ja, ich kann mich noch dran erinnern, mein Silvester-Special. Da hatte ich ja 3500 Raketen hier auf der Map. Und da habe ich mit 10 FPS aufgenommen. Aber dann halt später in dreifacher Zeit abgespielt. Und dann ging's eigentlich. Bei dem Silvester-Special. Weil es dich eh nicht bewegt. Hab ich mir vorhin auch irgendwie gerade mal kurz reingezogen gehabt. Ich glaube, hätte ich mich bewegt, wäre ich runter auf 5 FPS gegangen. So, der letzte Anhänger. Ich glaube, wir können schon fast wieder schuldenfrei werden. Glaubst? Ja, wenn wir jetzt mal die BGA-Anhänger. 35.000 Schulden haben wir noch. Ach so, ich glaube, sie haben noch viel mehr. Nö. Also im Prinzip können wir schon, wenn wir Kredit aufnehmen und später mal dann irgendwann nochmal was verkaufen, dann haben wir schon fast einen Schlepper. Oder man sagt halt, jetzt können wir so langsam eine Presse und sowas holen für die Kühe.
Wobei ich sagen muss, ich habe mit den Ballen einfach irgendwie... Ich krieg da immer heimlich einen Kotzreiz. Aber wirklich. Ja, also die Ballen im Multiplayer ist echt ein Rotz. Ballen machen mir nur Spaß, wenn ich jemanden wie Dennis dabei hab. Der, ich kann das auch. Ja, also du kannst das auch. Aber wer weiß mit einem 50er Ping und so. Ob das ja, das kannst du knicken. Da muss dann auch, ja, da ist noch das Problem teilweise. Also auf dem Dedicated wird's, weil der ja extern gehostet wird, da wird es. Nein, das hat mit Dedicated nichts zu tun. Nee. Ich hab manchmal bei Dedicated schlechtere Performance als beim Guten hier. Nee, ich meinte eigentlich von der Frontlader-Dings her, ob das besser ist. Auf jeden Fall darf das kein Attachbarer sein. Ja, wartet auf das Skript, was rauskommt mit dem Forstmod, dann wird das alles behoben sein. Ja. Wie war das eigentlich bei den Alö-Frontlader da? Da hat das nicht geruckelt, ja. Okay. Das wäre krass, wenn das gelangen wäre. Ja. Ja, Ballen ist immer noch ein Problem, hast du recht. Ich finde Ballen nicht so schlimm. Also nein, ich auch perfekt Ballen fahren, so ist es nicht. Aber Ballen auf dem Multiplayer ist echt ein bisschen doof. Das, was ich dabei noch nicht gefunden habe, ist ein gescheiter Ballenanhänger, wo sie auch fixiert bleiben, wo sie drauf bleiben. Das ist das Einzige, wo ich immer die Probleme gehabt habe, dass ich da was Sinnvolles finde. Wo ich aber auch Probleme gehabt habe, die vom Cutpack, die waren auch geil, die Trailer. Ja, aber ich glaube, die hatten keinen vernünftigen Attacher. Doch, die beladen sich sogar selbst. Ja, das ist aber scheiße. Aber der Ball ist zu Ende, wollte gerade sagen. Nein, ich wollte eigentlich nicht sagen, dass der Part zu Ende ist, sondern im Megaprojekt ist mir ganz oft aufgefallen, wenn mehr als dreimal diese, ich glaube 18er Stapel Quaderballen sind das. Yeah. Wenn mehr als drei davon auf einer Stelle stehen, so ungefähr, dann explodieren die. Dann kommt das Spiel mit den Objekten irgendwie nicht mehr klar. Ja, aber das sollte sich jetzt auch noch mit dem nächsten Patch verhindern. Ja, angeblich. Ich schätze mal eher mit LS15. Mal schauen. Wenn es das gibt. Obwohl, wenn man überlegt, wie schnell die das Synchronisieren hingekriegt haben. Der Patch kommt ja jetzt nachher. Ja, soll diesen Monat noch, oder? Oder nächsten Anfang? Ja, diesen sogar schon, glaube ich. Kann ich jetzt nicht genau sagen, wann sie was gesagt haben. Und wahrscheinlich ist es ja wohl auch der Final Patch dann für... Es kommt jetzt noch einmal ein Beta raus, nächste Woche. Weil ich das gelesen habe, so richtig. Ja. Und dann wird noch... Hier da, Insel dreschen oder was? Ein Insel hexen. Ja, Guten ist einmal in der Mitte durch. Das ich werde gleich Meter mal hexen. Ist das schmal. Ich bin jetzt 13,5 Punkt. 9 sind doch echt schmal dagegen. Mhm. So, ich glaube zwei von den... einer ist schon vernünftig gefüllt. Ja, es sind drei und der eine ist gar nicht. Also das müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Abkippen machen. Ja, wir müssen das besser verteilen. Aber da muss man halt ein bisschen Erfahrung mit sammeln, wie das am besten läuft. Hm. Markus, fahr du jetzt zwischen mir und Hexel, dann können wir fliegenden Wechsel machen. Wir machen hier fliegenden Wechsel, nur ich habe gerade Legs gehabt. Ich auch. Ja, hatte ich auch. Okay, ich fahr jetzt weg. Achtung, Markus, gib Gas. Ja. Schwenk dich gleich rüber. Warum will der nicht so, wie ich will? Die Anhänger müssen ja nicht 100% haben, nur der Häcksler muss laufen. Hast du gerne 5% einschalten? 30? Ja. Okay. Weil beim Johnny liegt die Doppelbereifung auf den Tasten. Ah, okay. So. Na, wirft er nicht so weit. Was? Wirft er nicht so weit, wie ich da jetzt weggestanden bin. Der hat sich so genial. Der ist cool, oder? Hast du das andere auch gesehen? Ja, das habe ich mit Absicht eben gemacht. Ah, okay. Kurze Pipe, lange Pipe. Sieht aus. Ich mein Gott, was ist jetzt los? Marcel, so. Du hättest ihn jetzt im Glauben lassen sollen, dass sie sich gewechselt hat. Ja, du. Übrigens, das hat so ausgeschaut, wie wenn dir. Was gerade los ist, wissen die meisten Zuschauer wahrscheinlich auch schon. Nämlich, echt? Der Part ist vorbei. Die 15 Minuten sind vorbei. Ja.
Und jetzt müsst ihr wieder bis morgen warten, um einen neuen Part zu sehen. Aber danke fürs Zuschauen und tschüss. Ciao, Leute. Ciao.